Ich habe Tabelle nicht angeschaut. Ehrlich nicht? Nein, warum soll ich Tabelle anschauen? Ich weiß doch, dass wir 9 Punkte haben. Und ich weiß auch, was andere Punkte haben. Ich wüsste nur ein paar Mannschaften, und ich weiß. Ich weiß nicht, was Bayern München hat, ich weiß nicht, was Leipzig hat. Jetzt sind sie, will aber sie, 9 oder 10. Leipzig hat 10. Ja, okay, und ich weiß, dass Dortmund in Union verloren hatte. Aber ich weiß nicht, Leverkusen, ich weiß es nicht, weil mich das nicht interessiert. Mich interessiert 4 Spiele, 9 Punkte, weiß ich. Alles klar, wir spielen am Samstag gegen Augsburg. Ich meine, mich interessiert Tabelle. Und wenn die Leute draußen bei uns in der Stadt sich freuen und sagen, oh ja, wenn das und das passiert, dann wäre noch toller und so, das ist ja super. Genauso muss es sein. Nur, ich habe mit den Leuten nicht geredet. Ich war jetzt, habe gestern Kicker geschaut, war daheim. Im Stadt war ich auch nicht. Vielleicht gehe ich noch am Morgen zum Friseur. Aber die Friseurin, die mir das Haar schneidet, redet mit mir nicht über Fußball, zum Glück. Und dann gehe ich wieder heim. Also so ist es. Das ist mein Wochenablauf. Fahre ein bisschen Fahrrad. Von dem her bin ich damit gar nicht konfrontiert.